Willkommen im Jahr 2022, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich hoffe, Sie sind trotz allem zuversichtlich und gesund gestartet. Alles erdenklich Gute für Sie, für Ihre Familien und für Ihre Bekannten. Wir hatten große Hoffnungen in das Jahr 2021 gesetzt. Impfstoffe waren am Start. Wir wünschen uns damit einen Rückkehr zur gewohnten und normalen. Inzwischen wissen wir, dass wir noch einen langen Atem haben müssen, bis die Corona-Pandemie unseren Alltag nicht mehr bestimmt. Doch wir sind noch mittendrin, meine Damen und Herren, in der Pandemie. Deshalb ist es mir persönlich wichtig, dass wir uns alle an die Regeln halten. Besonders denke ich jetzt an die, die sich mit aller Kraft, mit ihrem persönlichen Engagement der vierten Welle der Pandemie entgegenstemmen, die alles geben, um Leben zu retten und zu schützen. Ihnen allen gebührt unseren Dank und höchste Anerkennung. Wir haben mittlerweile Übung in Videokonferenzen und virtuelle Begegnungen. Auch mein Gruß zum neuen Jahr erreicht Sie wieder über unseren YouTube-Kanal. Nicht in der virtuellen Welt, sondern in der Realität haben wir, trotz allem, im vergangenen Jahr Erfolgsgeschichten in unserer Stadt fortgeschrieben. Der Himmel über Bingen war zwar nicht voller Geigen, aber voller Baukräne. Diese Hebemaschinen bedeuten für den einen Belästigung durch Baustellen, das ist verständlich. Sie bedeuten aber auch und vor allem, dass es sich weiterentwickelt. Ob am Fruchtmarkt, in der Rheinstraße oder in der Nachbarschaft der Basilika, ob an der Mainzer Straße oder an der Hafenstraße am Kulturufer. Überall haben private Investoren Geld in die Hand genommen und zahlreiche neue Wohngebäude errichtet. Auch an der anderen Stelle wurde unglaublich viel investiert. In Bingerbrück, in Gaulsheim-Ost und in Spolsheim-Krolsheim entstehen neue Gewerbe mit insgesamt 500 neuen Arbeitsplätzen. Es floriert. Unsere Gewerbeflächen sind ausverkauft. Die Nachfrage ist nach wie vor immens. Wir planen mit Hochdruck eine Erweiterung, wie übrigens auch weitere Neubaugebiete. Kurz zusammengefasst, Bingen ist ein Hotspot der Bautätigkeit. Wer hier investiert, vertraut auf positive Entwicklung unserer Stadt und unserer Infrastruktur. Dafür darf ich mich ganz herzlich bedanken. Das ist gleichzeitig auch die solide Basis für einen guten, ausgestellten Arbeitsmarkt und unsere kommunalen Pläne und Ziele. Zum Beispiel für Projekte wie das Stadtteilzentrum Bingerbrück. Wir haben das im letzten Jahr eingeweiht und eröffnet. Zum Beispiel für die Digitalisierung unserer Schulen mit einem städtischen Anteil aus unserem Haushalt von rund 700.000 Euro. In Bildung angelegtes Geld, meine Damen und Herren, ist gut angelegtes Geld. Es ist eine Investition in die Zukunft. Davon bin ich persönlich, aber auch der Stadtrat, von überzeugt. So sehe ich auch im Jahre 2022 die beginnende Sanierung der Volkshochschule als Bildungsoffensive Plus, als Stadtentwicklung eine prima Verbindung. Und gleichzeitig auch die Ergänzung und Aufwertung des zentralen Kulturquartiers mit der sehr gut angenommenen neuen Bücherei Hoch 3 und dem gerade in die Innenstadt umgezogenen Bürgerservice unseres Bürgerbüros und des Standesamtes. In der Zukunft investieren wir auch in die Familien. Mit 3 Projekten sind wir 2022 am Start. Kindergartenneubauten in den Innenstadt, in Bingerbrück und in Büdesheim. Es entstehen insgesamt über 250 neue Plätze bis zum Jahre 2024. Investiert hat auch unsere Tourismus GmbH, nämlich in Kreativität. Wir standen quasi unter Strom. Heraus kam der Kulturstrom. Mit und ohne Publikum Kultur erleben, ganz anders und natürlich Corona-konform. Konzerte gab es unter anderem auf der Liesenhöhe, in Bingerwald und im Wingert. Der Höhepunkt waren sicher Bingen zwingt am Mäuseturm und das Reinleuchten von Busch Klopp. Wirklich großartige Erlebnisse am Bildschirm und vor allem natürlich für unsere Gäste vor Ort. Noch einmal wieder zu erleben als Video auf unserem Kulturstromkanal. Reinschauen lohnt sich, meine Damen und Herren. Die Videos offenbaren auch, was Bingen am Rhein so besonders macht. Es ist die großartige Landschaft am Rhein. In wenigen Jahren, meine Damen und Herren, wird es auch die Bühne für die Bundesgartenschau sein. Dass sich Reinschauen und Verweilen in Bingen lohnen, davon bin nicht nur ich, sondern auch die Veranstalter des ersten Tourismuskongresses überzeugt.
Eine neue Möglichkeit, unsere Eppinger Trümpfe auszuspielen. Denn Tourismus schafft Arbeitsplätze und Einkommensmöglichkeiten, fördert lokale Wirtschaftskreisläufe, hilft Natur zu erhalten. Dieser Kongress soll ein Neustart nach oder mit Corona sein und vieles in Bewegung setzen. Dazu passt, dass unsere Touristiker ein Veranstaltungskonzept für 2022 vorgestellt haben. Es wird interessant, das verspreche ich Ihnen, demnächst mehr. Und demnächst mehr, das wünschen sich auch alle Ehrenamtliche und die im Vereinen in allen Bereichen unserer Stadt. Nämlich mehr Normalität, mehr Begegnung, mehr Training und Probe, mehr Wettkampf und Konzerte und natürlich gemeinsame Aktivitäten. Halten Sie durch, meine Damen und Herren. Sie haben in den vergangenen 1,5 Jahren so viel Kreativität und Flexibilität entwickelt. Das muss doch irgendwann belohnt werden. Das wünschen wir Ihnen und uns allen. Angesichts der Flutkatastrophe an der Ahr haben wir alle schmerzlich gelernt, dass sich manchmal vieles relativiert. Ich finde es großartig, dass auch hier in Bingen eine riesige Hilfsbereitschaft gezeigt und gelebt wird. Viele Zeichen der Solidarität wurden gesetzt. Darüber freue ich mich als Vertreter der Stadt, als Oberbürgermeister sehr. Solidarität braucht es auch jetzt, um den Kampf gegen Corona für uns zu entscheiden. Ich bitte Sie, falls Sie noch nicht geschehen, lassen Sie sich impfen. Sie schützen sich selbst vor schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf und Sie helfen mit, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Damit schützen Sie sich selbst, aber auch Ihre Familie, Ihre Freunde und natürlich die Stadtgesellschaft, unsere Gemeinschaft. Heute habe ich nur einige wenige Bingener Themen gestreift. Mehr finden Sie in den Medien, auf unserer Homepage, auf unseren Social-Media-Kanälen. Bitte begleiten Sie uns auch im Jahr 2022 weiterhin und machen Sie Anmerkungen. Unterstützen Sie uns, engagieren Sie sich, es lohnt sich für Ihre, für unsere Stadt Bingen am Rhein. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Jahreswechsel ist für viele eine besondere Zeit, ein Zwischenstopp im Alltag. Auch wenn das Leben nicht immer einfach oder selten vorhersehbar ist, lassen Sie uns mit Optimismus und den Herausforderungen stellen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein erfreuliches und vor allem gesundes neues Jahr.